Nicht willkommen zurück. Hier sind wir in Meriden unterwegs. Nee, Spaß zur Seite, ist gar keine Meriden drin, ausnahmsweise mal. Wir sind wieder im Turnierformat unterwegs und ich habe ja letztens, glaube ich, schon erzählt, ich habe mir endlich das letzte Remake ertauschen können. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier damit gut vorankommen. Ich habe das jetzt ein bisschen ausgetestet und es funktioniert grandios gut. Es ist wirklich brutal. Ich kann sehr gut nachvollziehen, warum New Remakes das Meta so absolut dominiert. Und genau deshalb müsste es eigentlich genervt werden irgendwie. Aber okay, wir haben jetzt Mew Remix, also legen wir damit los, denn Arceus, ich habe zwar schon V-Star mir getauscht, aber die V's sind mittlerweile. Das ist brutal, was da für Preise aufgerufen werden. Das sollte so nicht sein. Wir spielen gegen ein anderes Mew Remix Deck. Das ist ziemlich schlecht für uns. Nun gut, wir kommen schon irgendwie klar. Wir haben da liegen einen Genesect. Wir können uns gleich mal, würde ich sagen, ein eigenes Meloetta holen. Vielleicht können wir vom Gegner irgendwas Brauchbares rausnehmen, aber er hat jetzt schon den grandiosen Start, würde ich sagen. Nun gut, wir kriegen das schon irgendwie hin. Er spielt selber einen Tausch gegen den Mew. Kann ihm vielleicht einen Mew rausnehmen. Würde ihm aber lieber die Genesect wegnehmen, ganz ehrlich zu sein. Auch ein Genesect. Er spielt Smart Rotoms. Die spiele ich zum Beispiel nicht. Vielleicht lohnt sich das ja. Man, er hat ja aber echt alles. Dann kommt noch eine Energie. Wetten aufs Meloetta. Nie aufs Mew. Aha. Wollen wir ihn das vielleicht gleich mal madig machen? Also wir holen uns. Ich kann gar nicht den Boss spielen oder dergleichen, um ihm das kaputt zu machen, fällt mir gerade ein. Denn ich brauche auf alle Fälle zwei Energien, von daher brauche ich ein Camilla. Wir spielen den VIP-Pass, um gleich nochmal das Deck kleiner zu machen. Und mir da, glaube ich, noch weitere zwei Genesect. New V's werden wir schon kriegen, da mache ich mir weniger Sorgen. Da, Superball, da kommt ein Mew V schon. Wir spielen auf alle Fälle jetzt den Tausch, um das Meloetta vorzubekommen. Wir spielen auch die Power-Tablette. Und dann können wir jetzt ganz viele Karten ziehen und wir kriegen halt den ersten Angriff. Ich glaube, das lohnt sich schon. Wir spielen noch eine Power-Tablette und ich fürchte fast, ich muss das nächste Genesect auch noch spielen. Eigentlich ist das gar nicht mein Wunsch. Aber ich brauche auf alle Fälle eine Camilla. Egal wie die Sache hier läuft, sonst stehe ich richtig doof da. Eine Fluchtsaal. Was soll ich anderes machen? Ich muss jetzt die Handkarten irgendwie loswerden, um dann eine Camilla zu ziehen. Und ich kann ja das Mew auch noch zurückziehen einfach. Von daher, das passt schon. Die Frage ist, was bringt er jetzt vor? Er möchte eigentlich nichts loswerden. Am ehesten könnte er vielleicht die Meloetta opfern. Aber ich glaube, das ist eine Trumpfkarte in diesem Deck gegen andere Mew-VMAX. Von daher, das wird er nicht loswerden wollen. Das Mew nicht, weil da schon Energie drauf liegt. Ein Genesect eigentlich auch nicht. Schon hart. Aber ich glaube, er wird den Genesect jetzt opfern. Oder er ist gar nicht da und lässt uns hier einfach warten. Kann natürlich auch sein. Ja, lieber Gegner. Was opferst du? Er ist nicht da. Warten. War das Mew? Das finde ich sehr schön. Wir werfen weg eine der Energien und holen uns gar nichts. Camilla, jetzt, sofort. Danke. Schwein gehabt. Es hätte auch anders ausgehen können. Dann hat er zumindest schon mal das verloren. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Und den Tausch behalten wir. Spielen nochmal einen Fusionsangriff, dann wird das Deck noch kleiner. Wir haben alle drei Mew Remakes auf der Hand. Ist doch ein Scherz. Leider habe ich jetzt auch, bin ich jetzt schon ganz viele Power-Tabletten losgeworden. Aber das war es wert, gleich am Anfang hier ein paar Karten zu nehmen, glaube ich. Wir müssen uns jetzt nur aufrechterhalten, dass wir dann mit den Mew Remakes angreifen. Wir brauchen dann auf alle Fälle noch ein Mew V. Okay, Mato, ja, wird schon alles passen. Wir brauchen auf alle Fälle Mew V.
um direkt noch ein weiteres Mew VMAX potenziell bekommen zu können. Wir müssten Energien beschleunigen irgendwie am besten. Zum Beispiel der Gegner kann schon Energien beschleunigen. Jetzt kann er noch Karten ziehen, er kriegt mit Sicherheit vielleicht den Angriff. Ich glaube, er möchte das Menuetta aufheben, um dann eins unserer VMAX rauszunehmen. Das finde ich gar nicht gut. Er kriegt jetzt eine einzelne Preiskarte. Damit können wir, glaube ich, leben. Aber ich verliere sehr viele Energien und ich muss dann, glaube ich, den Boss spielen und das Meluetta herausnehmen. Das Mew VMAX, wie viele Power? Da werden das jetzt schon gewonnen. Eine? Eine nur. 90 Schaden mehr, das sind 300. Hat er noch? Er hat einen Ausrüstungsstörer. Vielleicht kriegt er die letzten 10 Schadenspunkte vom Mew VMAX nicht hin. Das würde mir sehr helfen. Genesect. Aha. Okay. Wisst ihr was? Wir legen hier die Energie dran. Gehen die Power-Tablette. Spielen hier einen Boss. Dann sollte es ausreichen. 310 Schaden. Ziemlich genau. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Ziehen noch meine Karte. Noch ein Boss. Nett. Reicht das? Tatsächlich. Das ist ein brutal starkes Deck. Das sollte nicht so gut laufen. Irgendwas hätten sie nicht in das Deck mit reinbringen dürfen, die Entwickler. Oder die Kartenmacher oder wie auch immer man sie nennen möchte. Das ist schon richtig übel. Der Arme. Es ist halt, ihr seht, es ist nicht schön. Das ist viel zu stark. Aber ich glaube auch, dass der nächste gar nicht so lange braucht. Vielleicht haben wir noch ein paar Booster Packs zum Öffnen. Glaube aber nicht. Wird noch eine ganze Menge vertauschen, denke ich. Waffen in der Raritätentruhen können wir öffnen. Du bist, glaube ich, zum Öffnen. Dann zeige ich mal her, was wir hier nicht noch alles so kriegen könnten. Soll noch ein paar gute Karten da drin geben, wobei die meisten. Zwar ein eher schwächeres Set und dann Mew VMAX und Genesect wie mit absoluten Überkräften. Ich glaube, hiervon haben wir 7 oder so, die wir öffnen können. Ein paar auf alle Fälle. Narzisse bekommen. Yay. Na gut. Zumindest wir kriegen wir mal wieder ein paar Münzen. Für mehr gute Booster Packs. Ein Despotar. Ich glaube, davon habe ich schon ein paar. Können wir noch welche vertauschen? Despotar. 4 Stück. Zwei gute, davon möchte ich keins vertauschen. Und nicht zwei gute. Mir gefällt das Artwork sehr, sehr gut. Mit dem Verkoker heißt es, glaube ich. Und ich glaube, das Verkoker hat auch noch eine Story mit dem Despotar. Das könnten sie ruhig öfter bringen, meiner Meinung nach. So. Artworks, die eine Geschichte erzählen. Das finde ich super cool. In Serapentra. Da geht mehr. In Damhyrplex. Diese Attacke fügt für jeden des aktiven Pokémon und des Gegners angelegte Energie 30 Schadenspunkte zu. Das ist im Themendeckbereich bestimmt gar nicht so verkehrt. Wobei, das kann auch voll in die Hose gehen. Aber ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Elfhuhn, davon haben wir auch schon ein paar. Wir haben minimals Münzen jetzt noch bekommen. Ein Barakiefer, yay. Gibt es auch noch was Gutes? Nee, nur ein Duokless. Na gut. Ich glaube, dann ist es aber auch durch. Dann sollte ich nichts weiter haben. Ja, was machen wir bis dahin? Ja, wir hatten letztens schon ein Deck angefangen. Das war das Rayquaza-Deck, das habe ich noch gar nicht fertig gemacht. Wir haben hier ganz viele Rayquaza-Tronne. Wir haben Kotomis für Energien. Hinosos, um Energien zu beschleunigen. Und Vatis, um Energien zu beschleunigen. Warte mal, hatten wir das nicht fertig gemacht? Ich glaube schon. Angeln, Beziehungsnetze, Superbälle, Wegepferde. Ich glaube, das hat man fertig gemacht. Das hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm, muss ich zugeben. Aber ich glaube, da gibt es noch mehr. Ich schau mal nach, ob wir nicht noch ein bisschen weiter an den Deck schrauben können. Ich finde, das ist eine gute Zeitüberbrückung, wenn du genau weißt, es wird gleich fertig sein. Aber ich glaube, Rayquaza,
ist so das Letzte, was ich auf meiner Liste stehen hatte. Was ich mir auch noch überlegt hatte, ist, was mit Cider zu machen. Das kann ich euch, glaube ich, so gar nicht zeigen. Ich weiß nicht, ob ich da Copyright-Claims kriege oder dergleichen. Cider hat aber den Effekt, lege die fünf obersten Karten deines Decks auf einen Ablagestapel und lege alle Energiekarten, die du auf diese Weise auf deine Ablage gestellt hast, beliebig an deine Kampf-Pokémon auf deine Bank an. Damit könnte man coole Kampfdecks, glaube ich, machen, aber ich wüsste jetzt nicht, mit welchem ich das unbedingt machen sollte. Und daher eigentlich eher schwierig. So, wir gehen, glaube ich, mal zu den Events. Vielleicht geht es gleich weiter. Also eigentlich eine schöne Karte. Ich wüsste jetzt nur nicht halt wo. Noch eine Karte wüsste ich wo. Eher so ein Gimmick-Deck. Aber das vielleicht ein anderes Mal. Ansonsten, wir hätten, glaube ich, jetzt gar nichts, was noch auf meiner Liste steht. Kate hätte ich gerne noch draufstehen. Aber ich überlegte auch schon jetzt die ganze Zeit, wie könnte man Kate gut spielen? Mit Orgel allen voran, finde ich. Aber Orgel ist auch eher so gimmicky. Das weiß ich nicht. Das muss, glaube ich, nicht sein. Und dann war es das auch schon. Muss ich mir was Neues raussuchen? Muruda VMAX zum Beispiel. Da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stellen wir doch mal ein neues Standard-Deck. Mit Murudas. Oh, aber ah ne, ich sehe da noch mehr. Hier hinten. Habe ich viele verschiedene. Da werden sich die Gegner freuen, wenn sie mein Deck durchsuchen wollen. Und mein Ablagestapel, nicht mein Deck. Auf alle Fälle mehrere Murudas. Muruda kann zum Beispiel. Diese Attacke fügt für jeder an dieses Pokémon angelegte Pflanzenenergie ein Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Und das gilt auch für die Bank. Packen ist. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so gut, sobald Manaphy da ist. Also eher schwierig. Müsste man eigentlich gleich ausprobieren. Oder ganz ehrlich, gerade weil es dann nicht so gut funktioniert. Nee, wir suchen uns ein anderes Deck aus. Ich glaube, das mit Muruda ist vorbei. Da war ich einfach jetzt zu spät dran. Das muss, glaube ich, nicht sein. Aber wie wäre es denn stattdessen mit Ishiram? Das sollte doch hoffentlich gut funktionieren. Ishiram kann 270 Schadenspunkte machen. Und ja, das war's. 270 Schadenspunkte, das reicht mir aber auch, um ehrlich zu sein. Das würde ich, glaube ich, gerne kombinieren wieder mit. Wir haben noch die neuen Feuerkarten. Strahlende Sterne, Stadien, Magmabecken. Einmal während des Zuges jedes Spielers kann jener Spieler eine Feuerenergiekarte aus seinem Ablagestapel in eins seiner Pokémon anlegen. Auf der Bank. Wenn ein Spieler auf diese Weise Energien an sein Pokémon angelegt hat, lege ich zwei Schadensmarken auf jedes Pokémon. Das, glaube ich, passt schon. Das probieren wir mal aus. So, dann alles zurücksetzen und ich hätte gerne noch die, obwohl, das hätte drin bleiben können. Ich hätte gerne, glaube ich, noch die Unterstützerkarte mit dem mehr oder weniger neuen Schweißer. Ah, Hitzkopf heißt er. Du kannst diese Karten nur verwenden, wenn du eine Feuerenergiekarte aus deiner Hand auf den Ablagestapel legst. Schau die obersten sieben Karten deines Decks an und nimmst du zwei von ihnen auf deine Hand. Mische anschließend die anderen Karten zurück in dein Deck. Das ist cool, aber ich würde das vielleicht nicht spielen. Habe ich noch irgendwas, was besonders gut mit Feuerarm funktioniert? Apropos. Ja, genau, Standard bleibt das schön drin. Wenn das Feuer-Pokémon, das diese Karte angelegt ist, in der aktiven Position ist, durch eine Attacke deines Gegners Schaden erhält, ist das angreifende Pokémon jetzt verbrannt. Ich weiß nicht, es klingt cool, aber da geht, glaube ich, noch mehr. Und da hört es auch schon auf bei den feuerspezifischen Karten. Aber so können wir zumindest die Feuerenergien beschleunigen. Dann brauchen wir sicherlich noch Voltilam. Also nicht. Ein paar Voltilams. Und Vatis. Ja. Cool. Ja, doch. Ich glaube, das ist so in Ordnung. Plus zwei Rückzugskosten unten. Drei ist schwierig. Das kriegen wir trotzdem hin. Vati. Dann brauchen wir auf alle Fälle wieder Kotini und Kotomi. Das sind die falschen. Wir brauchen euch. Jetzt gleich los. Decknamen eingeben heißt das Deck jetzt. Machen wir dann irgendwann anders mal weiter. Und neues Deck heißt das. Nicht Deckname eingeben. So, da geht's auch schon weiter. So, zeig mal, lieber Gegner.
Welches Deck spielst du? Ganz ehrlich, jetzt wo ich mich bei einer Weile ausprobiert habe, ist es super stark. Du kommst super schnell durch, kriegst deine Preiskarteneintragungen dran. Aber es ist viel zu stark. Es macht auch weniger Spaß zum Spielen, so ein Stück weit, finde ich. Und da kommt wieder ein Einpreiser-Deck, ein Calamanero-Deck. Das ist nicht schön. Das wird, glaube ich, ein hartes Match. Wenn darauf auch anfangen. Das ist schwierig. Wir müssen dann sofort wieder den ersten Schlag kriegen, sonst stehe ich doof da. Das heißt, ich brauche auf alle Fälle jetzt. Ich habe eine super schlechte Starthand, finde ich. Ich brauche auf alle Fälle einen Meloetta und eine Camilla. Energie haben wir schon auf der Hand. So könnten wir damit angreifen. Er hat leider schon ein weiteres Siskala direkt zum Start. Das ist nicht so schön. Das Meloetta wird dann vermutlich nicht lange überleben. Genesect, perfekt. Wird, glaube ich, als erstes mal den Orgel spielen. Power-Tabletten braucht man so oder so nicht. Das, den Orgelmator so rum. Wir holen uns. Um Meloetta rauszuholen, würde ich vielleicht gleich einen Nebelkristall spielen. Das andere ist übrig. Nee, 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 nee. Wir haben doch den VIP-Pass. Der gehört in meine ersten Runde, oder? Ich sehe so nichts. Wird schon passen. Yep. Nicht nur, wenn ich anfange, der geht auch in meiner ersten Runde. Natürlich. Das sollte er machen. Es wäre jetzt aber bitter, wenn ich halt dadurch einen Fehler gemacht hätte. So. Superball. Ah, einen V-Max braucht man definitiv nicht. Ein Mew-V, okay, warum nicht? Ich hätte lieber was anderes gehabt, aber so kriegen wir mehr Karten gezogen. Und ich brauche jetzt unbedingt eine Camilla. Es bleibt keine andere Wahl. Meloetta brauchen wir auf alle Fälle. Trainingsplatz hätte ich gerne behalten. Aber dann werfe ich lieber das Fluchtseil weg. Hol mir gar nichts. Mit dem Superball hole ich mir jetzt gar nichts. Da wäre noch ein Genesect gewesen. Und jetzt Camilla. Vielleicht hätte ich eher auf das Genesect warten sollen mit dem Superball. Braucht man einen Kopf, sonst stehe ich doof da. Ein Glück heute. Das ist richtig furchtbar für den Gegner. Jetzt habe ich die Münzwürfe gar nicht mehr mitgezählt. Davor hat man auch eine Orgel gespielt. Ich habe es komplett verrissen jetzt. Um ehrlich zu sein, hatte ich mich an die Orgel kaum erinnert. Ich hätte da ehrlich gesagt mitzählen sollen. Wir haben heute ein Wahnsinnsglück. Das ist nicht schön für den Gegner. Das ist gar nicht schön. Meloetta könnte halt nächste Runde rausfliegen. Von daher, ich hole mir da, glaube ich, schon mal einen Genesect. Ein weiteres. Dann wird das Deck auch kleiner. Vielleicht ziehen wir noch was Gutes. Und dann hoffen wir, dass Meloetta nicht rausfliegt. Aber er wird sicherlich einen Remoraid haben auf der Hand. Unser Plan ist vollkommen ausgegangen. Ich hatte mehr Glück als alles andere. Von daher, wenn der Gegner jetzt was hat, wäre das auch gar nicht so schlimm. Weil das wäre durchaus gerechtfertigt. Ah nein, er kriegt schon wieder das Eskalar. Ah, schade. Nun gut, wir kommen schon klar. Bonnie? Hast du ein Remoraid oder hast du es nicht? Er wird genug fließende Angriffskarten jetzt auf der Hand haben. Er braucht nur drei Stück. Ja, das wird schon. Wenn er es nicht hat, dann sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wenn er es hat, dann Pech, doof gelaufen. Dann muss ich da durch. Habe ich auch schon, bin ich schon zweimal Energien losgeworden. Ich dachte, wenn ich am Anfang direkt Gas gebe, wird das besser laufen. Vielleicht hätte ich Mew aufpowern sollen. Das macht ja immerhin auch 70 Schaden. Ja, da kommt es. Da steht nur, du kannst das ins Deck mischen. Ich hätte vielleicht mit Mew angreifen sollen. Hätte nicht genug Schaden gemacht mit den vier Karten. Schade. Aber das ist ein harter Gegner für uns. Das war durchaus klar, dass sowas passieren könnte. Noch ein Genesect. Ich spiele auch nochmal den Trainingsplatz. Wird schon schief gehen. Und ja, was machen wir dann? Camilla wäre jetzt noch nicht schlecht. Nehmen wir auch noch die letzte Energie raus. Dann heute hoffen wir auf die Psychoenergien.
Hol mal den Ball. Ah, ich hätte lieber das VMAX. Das lasse ich mal. Ich spiele den Orgelmator. Apropos, so können wir uns gleich mal das VMAX holen. Oder es kommt endlich mal Zahl. Das habe ich aber auch verdient. Hol mir noch eine Energie. Der Gegner wird keine großartigen Mary spielen, hoffe ich einfach mal. Ich mache jetzt das Deck schön klein, damit ich immer die richtigen Karten auf der Hand habe. Was würde ich anderes machen? VMAX. Ich glaube, das Vitalitätsband spiele ich mal auf Miluetta. Denn sonst, nee, selbst dann reicht es nicht für 120 Schaden. Selbst nicht mit einer Power-Tablette. Ich habe ja schon drei weggeworfen oder so, ja. Ach komm, schwimmen wir es irgendwo drauf. Es ist eigentlich vollkommen egal. Wir machen gerade nur das Deck kleiner. Schön viele Energien, das ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, Choreoge könnte mir auch helfen. Und dann einfach drauf da und hoffen, dass er nicht schnell genug nachkommt. Weil jedes Mal kann er mir jetzt, oh, abgesehen von Meluetta, mehrpreisige Pokémon nehmen. Dann stehe ich richtig doof da. Weil wir müssten, deswegen auch der Plan am Anfang, schön direkt ihm das erste Pokémon direkt wegklatschen. Damit da nicht viel geht. So, da kommt gleich noch eine Corinna höchstwahrscheinlich. Auch Corinna heißt sie, glaube ich. Nehmen wir gleich. Iskala kommt da. Das ist keine Corinna. Conny! Wie komme ich immer auf Corinna? Oh Mann. Da kommt eine Conny, okay. Es kommt also doch eine Conny. Aber dann ist Octilleries Fähigkeit für diese Runde schon mal raus. Jetzt kann ich nur noch hoffen, keine Energie, kein Calamanero und dann nehme ich direkt wieder einen Iskala. Hemorite nur. Dann haben wir zumindest schon mal eine weitere Preiskarte genommen. Dann sind es nur noch drei Pokémon, die wir rausnehmen müssen. Das ist gut. Ich glaube, Nebelkristall hebe ich mir mal auf. Falls keine mehr wir spielen. Aber falls da eine kommt. Und wir können so oder so nicht ziehen, auch wenn ich den mal werfe. Okay, noch ist Hopfen und Malz nicht verloren. Aber der Start für mich war genauso pompös wie für den Gegner. Wird schon passen, nehme ich an. Er hat das gut gerettet. So, da hat er schon mein Calamanero. Da kriegt er wieder die Iskala. Aber nur eins. Damit ja vielleicht gewartet. Wo ist denn noch eine Conny? Interessant. Ich glaube, in jedem Schillerbell-Deck sollte ich dann auch einen VIP-Pass spielen. Je länger ich drüber nachdenke, ist das vielleicht eine gute Idee. Den hatte ich auch ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Aber wie viel Schaden kriegen wir? Das ist viel, das ist super viel. Aber dann sorge ich dafür, dass du nächste Runde einen Boss brauchst. Und spiel einfach das nächste Mew. Und... Kacke. Meluetta haben wir ja auch noch. Wird schon schief gehen irgendwie. Noch ein VIP-Pass. VIP-Kampfpass von mir aus. Nein. Ernsthaft, die eine Karte, die er zieht, ist Bruno. Ugh. Doof gelaufen. Jetzt sind die Chancen wieder sehr, sehr hoch, dass er Mew VMAX one-shotten kann. Er braucht auf alle Fälle einen Iskala, damit er nächste Runde direkt weitermachen kann. Wir müssen aber auch nur noch zwei Viecher rausnehmen. Wenn er es nicht schafft, jetzt das Mew VMAX rauszunehmen, haben wir sehr gute Chancen zu gewinnen, möchte ich behaupten. Denn dann auch einmal noch die fünf Preiskarten, das heißt zwei Mew VMAX oder ein Mew VMAX und ein Genesect. Und wenn wir dann aber nur noch eine Preiskarte brauchen, darf nur nichts haben, wovon ich ausgehe, um uns die Energien madig zu machen. Oder mehrere Pokémon auf einmal zu besiegen, von daher, da sind wir relativ sicher. Wer jetzt also keine 8 fließenden Angriffskarten auf der Hand hat, plus die Energie, plus Calamanero, passt das schon. Und ich sehe nicht, wie er weiter Karten zieht. Sind nur 5 auf der Hand. Supporter hat er schon gespielt, Octillery hat er schon gespielt, da kommen noch Schillerbells. 6 Karten auf der Hand. Entwicklungshauch. Ja, dann heißt das für mich, ich kann den einfach angreifen oder Meluetta noch spielen oder sonst irgendwas.
kriegst nicht mehr genügend Preiskarten an und schon wieder ein Sieg für das Mew Remax Deck, weil es total overpowered ist. Das ist richtig übel. Ja, ich glaube, ich kann an der Stelle einfach angreifen. Selbst wenn wir das Mew Remax rausnimmt, wir haben noch das andere. Würde ihm auch noch sagen, gut gespielt, das habe ich. Da war ich zu langsam. Wollte das Milouette irgendwie vorhin, dann fiel mir auf, das geht gar nicht so gut. Aber war egal, nur. Keine Ahnung. Die Eingebung war da. Und da sind wir auch schon im Finale. Das heißt wieder 4 Booster-Packs für mich. Und dann kriege ich vielleicht endlich mal Arceus V, aber ganz ehrlich, die wollen mittlerweile utopische Preise, dann würde ich lieber selber noch ein paar Booster kaufen und oder die dann einfach zum Ziehen nutzen, die ich hier gewinne. Ich finde, das ist nicht gerechtfertigt, was da an Preisen aufgerufen wird. Dann gehe ich lieber das Risiko ein, keinen Arceus zu bekommen, als dass ich das zahlen würde. Das ist zu viel. Wir haben gleich wieder eine Energie auf der Hand. Und da liegt Meloetta. Was hat denn der Gegner? Auch eine Mew. Und ich kann noch nicht mal in der ersten Runde angreifen. Das ist nicht so schön. Wir heben uns die Power-Tabletten auf. Ich hole mir. Werfe Peony weg. Den brauchen wir, glaube ich, nicht. Und wir auf alle Fälle das Genesect. Ich kann nur hoffen, dass wir jetzt mehr Glück haben. Was anderes dürfte kaum möglich sein. Wir holen uns eine Mew. Ich hätte lieber das Schöne. Naja, komm. Jetzt hatte ich das einmal beim Wickel. Andererseits, das hatte ich eben auch beim Wickel. War vielleicht nicht die cleverste Variante. Fluchtseil. Und das Mew dann ja zurückziehen. Lieber das Mew aufbauen. Auch wenn ich mir jetzt dann vielleicht selber ein Bein stelle. Oder Bette, hatte ich gesagt, möchte ich aufheben, um vielleicht einen V-Max vom Gegner rauszunehmen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht einen Fehler mache. Das ist nicht schön. Hier kriegst du einen Milouetta. Ich bin gespannt, wie gut das läuft. Ich muss sagen, der Start, den hatte ich auch schon mal besser. Wenn wir jetzt aber verlieren, ist das auch okay. VIP-Kampfpass. Das ist sehr, sehr gut für den Gegner. Ich glaube, dadurch, dass er als Zweiter anfangen darf jetzt als Zweiter, ist auch ein bisschen seltsam, dass er als Zweiter zum Zug kommt und wir jetzt nicht einen überragenden Start hatten. Das macht das schwieriger. Er kriegt den ersten Hit mit Meloetta höchstwahrscheinlich oder mit Mew V. Und dann stehe ich doof da. Da hat er auch einen Tausch. Also er hat alles auf der Hand, was er braucht. Ich glaube nicht, dass das so gut für mich ausgeht. Da kommt noch Mew, ja, er kann dir gleich mit den 3 Genesect, die er hat, unendlich viele Karten ziehen. Das läuft nicht gut für uns. Das ist schon hart. Noch ein Mew. Also ich finde, er hat eine perfekte Hand jetzt für den Start bekommen. Hat er noch eine Camilla, kann er direkt angreifen. Ich stehe doof da. Die Camilla kann er jetzt auch noch mit den Genesect ziehen. Das wird schon passen. Smart Rotom für die Camilla vielleicht. Fluchtseil. Das war so nicht geplant. Das ist ziemlich schlecht für uns. Jetzt kriegt er gleich 2 Preiskarten. Auf einmal der Gegner freut sich auch richtig. Aber ganz ehrlich, das ist nur Glück. Wie kann man sich darüber so dämmern? Also ich freue mich auch über Glück, keine Frage. Aber das ist halt einfach, ich sag's ganz offen heraus, dumm. Das ist, wer zieht hier die besseren Karten? Die Decks scheinen genau die gleichen zu sein. Nee, Smart Rotom spielt er. Okay. Dann ist es nicht genau das gleiche, aber im Endeffekt, dadurch, dass sie sich so extrem ähnlich sind, kommt es nur darauf an, wer besser zieht und du hattest jetzt der Gegner hatte jetzt am Anfang Glück. Ich weiß nicht. Ich würde mich darüber nicht so sehr freuen, um ehrlich zu sein. Andererseits, er kriegt so mehr Booster, von daher, warum nicht drüber freuen? Eine Power-Tablette wird jetzt leider weggeworfen. Ja, freu dich, lieber Gegner. Das wirkt eher wie Hohn. Du bist ein super schlechter Gewinner, ganz ehrlich. Das war's auch schon. Also, von dir braucht man nicht viel erwarten. Da fliegen leider unsere Power-Tabletten. Oh, nicht mal eine gute Karte zum Ziehen. Muss Meloetta eigentlich dann platt machen. Ich ziehe jetzt mit Genesect.
Und kriegt dann einen fetten Schlag vom Gegner. Das ist alles nicht schön, wie es gelaufen ist. Wir haben immer noch Meloetta. Und wir haben immer noch drei Energien. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wie viel noch da sind. Aber ich brauche eigentlich vier Energien, um das Vieh platt zu machen. Oh, hier kriegen wir nochmal Camilla. Ich wünsche dir, dass du nur Müll ziehst. Ganz ehrlich. So schlechter Gewinner, wie du warst, würde ich dir das echt gönnen. Tausch möchte ich eigentlich behalten, einen Nebelkristall, dann um eine Energie zu ziehen. Powertablette genauso. Ich glaube, ich greife an der Stelle einfach an. Gut. Ich hoffe, deine V-Max sind alle gepreist. Das hast du verdient. Lieber Gegner. Noch ein Meloetta, schade. Da kommt das V-Max. Natürlich hat er auch das Abstand. Das ist fast dasselbe New Deck. Es ist einfach unendlich stark. Befehl vom Boss. Wie nutzt du dir Meloetta? Okay. Wie viele Power-Tabletten sind wir losgeworden? Nur eine. Wenn ich jetzt drei spielen kann, drei auf einmal, dann kriege ich auch Mew V-Max raus und dann sind wir wieder in der guten Position. Von daher... eine Powder-Platte. Such dir irgendwas raus. Dann wünsche ich dir nur noch Zahl. Dafür, dass du so ein extrem schlechter Verlierer warst. Dann sind aber auch schon von der einen Energie ist jetzt eine weg dann. Nun gut, wir kriegen das schon irgendwie nicht. Vielleicht müsste ich... obwohl, nee, das Mew V-Max Deck funktioniert so gut. Ich hätte überlegt, vielleicht noch einen Counter gegen Mew V-Max zu starten, aber der ist eigentlich schon drinnen mit dem Vitalitätsband und dem Power Adapter. Wird schon irgendwie werden. Das nächste Mew V-Max. So. Dann, wie machen wir weiter? Kriegen direkt die Energie. Interessant. Ich glaube, ich spiele nochmal einen Meloetta. Spiele direkt mal die Powertablette. Den Nebelkristall braucht man eigentlich nicht mehr. Leg. Hier lieber die Energie dran. Okay. Mach dein Bestes. Dankeschön. Eine Power-Tablette. Wird nur noch eine weitere. Genesect vor. Tausch spielen. Und dann unendlich viele Karten ziehen. Da muss die Power-Tablette drin sein. Das würde ich dem Gegner gönnen. Bevor das am Anfang so ein schlechter Verlierer war, hat er es echt verdient. Oder ich finde zumindest, er war ein schlechter Verlierer. Oder er hat sich auf alle Fälle sehr sicher gefühlt. Vielleicht missinterpretiere ich das. Es wird nicht besser. Ich brauche die Powertablette. Sieh zu. Hier nochmal die Camilla. Einfach nur, weil ich es kann. Und damit ich jetzt hoffentlich ein paar gute Karten ziehe. Ernsthaft? Ja, dann haben wir jetzt verloren, weil ich das nicht gezogen habe und weil der Gegner Glück hat am Anfang. Du schlechter Verlierer hast das echt nicht verdient, ganz ehrlich. Ach, ärgerlich. Im Pech passiert, was soll's. Wir haben vier Booster, das ist alles, was ich wollte. Das ist sogar mehr, als ich eigentlich wollte. Minimum so, eigentlich finde ich, es sollten zwei sein. Schreibe ich den Schnitt nach oben für die Male, die ich mit Calamanero verloren hatte. Das passt schon. Ich habe Calamanero inzwischen ausprobiert und nee, da hatte ich einfach zu viel Pech da. Vielleicht probiere ich es nochmal irgendwann im Moment nicht. Hier vom Boss. Warum?
Wie viele Befehle vom Boss hast du jetzt schon gespielt? Zwei, oder? Er wird noch einen dritten haben. Er nimmt ja noch einen Genesec raus in dieser Fahrzeug. Das ist schon ärgerlich. Das New VMAX. Genau, misch es ein. Es ist so dermaßen unglücklich gelaufen eben. Nee, ich gebe hier nicht auf. Wenn ich das hier noch rumreißen muss, irgendwie, wir kriegen dich schon noch. Du warst so ein extrem schlechter Verlierer. Du darfst ruhig noch irgendwie eins reingedrückt bekommen. Egal wie. Was haben wir noch auf der Hand? Ich würde vielleicht eher die Power-Tablette nehmen. Die brauche ich ja im Moment nicht für den Angriff. Andererseits, ich brauche die gar nicht mehr. Doch, vielleicht eine Silhouette darf ich nicht rausnehmen. Ich muss dann auf alle Fälle noch irgendwie ein New Remix Blatt bekommen. Und dafür sind die Bosse gedacht. Da muss aber auch aufpassen, wenn ich Deck tot gehe. Okay, dann haben wir jetzt auch noch einen Trainingsplatz. Ich habe noch keine Energie weitergelegt. Aber ich habe jetzt auch genug Karten, bin ich losgeworden, dass egal was passiert, glaube ich, dass wir einen Boss ziehen sollten, wird schon irgendwie werden. So, jetzt hat er keinen Mew mehr. Jetzt kriege ich da keinen Mew VMAX mehr raus. Ich schaue gleich mal nach, wie viele der Energien er schon verloren hat. Der, die er beschleunigen kann, 3. Der Fusionsangriffsenergien. Dann kann er nur noch eine mit Camilla beschleunigen. Das heißt, er kann aber jede Runde jetzt auch angreifen. Spielt nochmal einen Boss. Möchte mich scheinbar ausbremsen. Aber wir haben noch einen Tausch. Wird schon schief gehen. Obwohl, dann hätte ich mir auch mal die Energie raussuchen sollen. Ja. Miller braucht man eigentlich gar nicht mehr. Kann sie von hier aus ruhig wegfliegen? Oder... So, jetzt hat er doch nochmal verloren. Zu Recht. Entschuldigt, da war ich ein bisschen, vielleicht nicht angepisst, aber das war einfach nur ein schlechter Verlierer. Das kenne ich auch. Die Leute, die dann gut gespielt spammen oder gleichweise wollen, dass man aufgibt. Da habe ich mittlerweile echt einen Narren dran gefressen. Wir haben gewonnen. Ein paar Münzen, viele Booster. Großartig. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dran wie ich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich schaue mal, ob ich nicht noch irgendwo ein Deck lege. Ich sehe gerade, ja, jetzt ist die Sonne rumgekommen. Ich spiele gerade früh am Morgen. Ich kann nicht mehr. Deswegen waren die letzten Mal immer die Kameras aus. Aber ich schweife vom Thema. Bis zum nächsten Mal.